Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde, bei einem weiteren Reaktionsstream von uns, dieses Mal zu Ghost of Tsushima mit dem Tom. Hallo Tom. Hallo. Und mir, dem Robin. Ich bin auch wieder dabei, leider, tut mir sehr leid. Wir gucken uns heute Abend womöglich Gameplay an. Das ist eine große Enttäuschung für mich, ganz persönlich, muss ich zugeben. Ich bin mittlerweile großer Hoffnung, dass die nächste Konsolengeneration ausschließlich aus extrem beeindruckenden Videos von Technik-Demos oder Trailern bestehen würde. Ja. Das wäre doch mal eine aufregende neue Richtung für die Videospielindustrie. Du warst gerade ein bisschen gefrozen und kurz weg und jetzt solltest du aber wieder laufen. Ja, also dein Video. Eine unglaubliche. Gehört habt ihr Robin aber die ganze Zeit, gell? Also falls nicht, habe ich gerade wahnsinnig kluge Sachen gesagt. Ja, Bauchredner Robin wurde schon geschrieben, weil dein Bild einfach statisch war. Okay. Ja, ich habe es zum Glück recht schnell gefixt bekommen. Ich weiß nicht, was es war, aber einmal aus und wieder anmachen hat geholfen. Ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir heute so einen Stream haben, bei dem es nicht heißt, oh Gott, es wird irgendwas Next-Gen angekündigt. Stattdessen haben PlayStation sogar extra im Blogpost gesagt, nee, hier gibt's nichts zu PS5. Wir zeigen euch einfach nur Ghost of Tsushima. Und ich bin genau dafür hier und bin bereit, mich von diesem Spiel noch mehr überzeugen zu lassen. Nicht, dass ich nicht überzeugt bin. Ich will das schon spielen. Und also ich die bin bisherigen nicht überzeugt, weil ich nichts über das Spiel weiß. Naja, ja, klar, aber die bisherigen Sucker Punch-Spiele, mit denen hatte ich mit all denen hatte ich Spaß, die ich gespielt habe. Mit jedem Infamous hatte ich Spaß. Und das hier ist was sehr anderes. Aber gerade wenn ich so denke, Sly Raccoon, Stealth und so, so ein bisschen was davon steckt vielleicht hier auch drin. Ich finde einfach schön, dass die sowas komplett anderes mal probieren, weißt du? Ich muss kurz was nachschauen. Schau nach. Weil du gerade alle Spiele von Sucker Punch gesagt hast. Gibt es irgendwelche, die ich gerade nicht im Kopf habe? Nee, das war nicht von Sucker Punch. Von wem war denn dieser Shooter, von wo auf dem Cover die Köpfe abgeschnitten waren? Ja. Das war Insomniac. Ach, das war Insomniac. Ja, die verwechsel ich immer. Ja, das stimmt. Ich wollte jetzt mit ganz großem Lachen Fuse anbringen, hat leider nicht geklappt. Mhm. So, eigentlich müsste das doch jetzt hier starten, oder nicht? Eigentlich sollte demnächst vermutlich das starten, vielleicht. Oh Gott, der Twitch-Chat. Ey, da kommt's. There we go, okay. Jetzt kommt der Countdown. Ja, der anderthalbminütige Countdown. Ach so, okay, dann hätten wir es also auch auf YouTube gucken können. Naja. Na gut. Hast du Sly 2 und 3 gespielt? Ich habe gar kein Sly Raccoon-Spiel gespielt, ehrlich gesagt. Wow. Wow. Robin, mein Countdown ist bei 1,29, 28, 27. Ja, okay. Passt. Sehr gut. Ich habe Sly 1 gespielt, in der HD-Variante auf der PlayStation 3, dann gesagt, ja, das war okay, und dann habe ich kein weiteres mehr gespielt. Okay. Ja, bei mir, weiß nicht, eigentlich müsste ich das auch mal in HD ausprobieren, die Varianten, weil bei Jack and Dexter hat das voll gezündet. Jack and Dexter fand ich ja richtig super, als ich das mal nachgeguckt habe. Das war ja komplett beieinander, ja. Aber Silver Knight meint auch, Sly 2 war eine sehr große Verbesserung. Man kann ja auch mal festhalten, das erste neue, wirkliche, vollwertige Sucker Punch-Spiel seit 6 Jahren. Seit Second Son. Na, First Light gab es noch dazwischen. Das war irgendwie ein Jahr später, oder? Nee, das war auch 2014 laut Wikipedia. Und das ist ja kein vollwertiges, großes, eigenes Spiel. Das ist ja eher so ein Aber Standalone. Standalone-Add-on. Genau, ja. Das stimmt. Da haben sie eine Weile dran gewerkelt, die Freunde. Ja, das finde ich krass. Das ist wirklich eine sehr lange Entwicklungszeit. Ich frage mich auch, ob davor mal andere Projekte in Entwicklung waren. Irgendein anderes Infamous. Sonst arbeitest du ja, glaube ich, nicht 6 Jahre lang dran. Ich muss aber sagen, ich habe neulich noch mal sehr viel Footage gesehen zu Infamous Second Son. Das sieht immer noch so gut aus, das Spiel, Robin. Oh, diese Rauch- und Partikeleffekte und diese Neonlichter und sowas. Das ist immer noch eines der hübschesten PS4-Spiele. Agreed, das ist ein sehr hübsches Spiel. Was ich ein bisschen verrückt finde. Let's go. So, ich hoffe, dass mit der Auspegelung passt. Ich versuche es hier dynamisch ein bisschen anzupassen. Oh, das ist der Livestream, das erkenne ich sofort. Final Fantasy, ja. Final Fantasy 7 Remake wird endlich angekündigt. Can't wait. Ja.
glaube, ich kann es direkt ein bisschen lauter machen. Nochmal schönen Abend an alle, die jetzt da sind. Sucker Punch Productions. We have a lot to show you today about Ghost of Tsushima. Combat, customization, special modes. But first, let's take a look at how you explore the world of Tsushima. Yes, please. In einem Flugzeug. Du hast einen Vogel, der bei dir ist, und den schickst du nach oben. Oh, was für ein Vogel? Ein Taubsi. Eine Taube finde ich super. Exploration has been at the heart of our open world design since the very beginning. But you can't have exploration if you don't have curiosity. So we've continually asked ourselves, how can we let the island guide you in the most thematic and immersive way possible? Mit Bränden scheinbar. Das ist schon schick. Oh, bei mir stand es kurz für eine Sekunde. Ist ja nicht schlimm. Guiding Wind. Ja, Waypoint. Aber irgendwie cute. Oh, der Waypoint. Ah, das ist cool. Das Waypoint-System ist der Wind. I like that. Weil Interface, also ist ja quasi kaum vorhanden gerade. Das hatten sie tatsächlich auch in Interviews schon so gesagt, dass das eine der Kernprinzipien auch ist, dass so wenig wie möglich HUD-Elemente immer sichtbar sind. Finde ich cool. Und kommt direkt, the wind is pushing me im Chat. Props dafür, Kaito. Ja, ich muss auch sagen, diese Umhangphysik machen mich ein bisschen geil. Ja. Mehr Capes und Umhänge. Kannst du, stell dir mal vor, Robin, Next-Gen-Umhänge. Boah. Also, ich glaube, das sah einfach nur genau so aus mit mehr Partikeleffekten. Nee, ich glaube, der Umhang wäre einfach doppelt so lang. Oh ja. Das hat man sich einfach nur bei Dark Souls 2 wieder angekommen. Ich denke mir allerdings, wenn ich so ein Spiel sehe wie Ghost of Tsushima, brauche ich gar nicht unbedingt jetzt schon Next Gen. Ja, ja. Wahrscheinlich eher für Ladezeiten und so Kram. Das werden wir bei Last of Us 2, glaube ich, auch nochmal denken. Ja. Und hier macht ja jetzt die Videokonvertierung auch ein bisschen was kaputt. Oh ja. Okay, Bambu einsammeln. Aber im Vorbeigehen. Liebe Rockstar Games. Oh wow, und das hat genau diese... Okay, es ist eines dieser Spiele. Was war das? Wenn man so im Vorbeigehen Dinger aufheben kann und diese Stealth-Bar erscheint, habe ich direkt den Eindruck zu wissen, was dies ist. Leute sagen gerade auch, es ist Assassin's Creed Odyssey. Ja, es funktioniert schon sehr, sehr ähnlich. Oder halt Far Cry. Like this farmstead that's been taken over by the Mongols. Ein bisschen Horizon. Can also take you to your next big story moments or even help you find rare collectibles. But what about the things that you don't know about, that you haven't seen yet, that you don't know exist? Keep your eyes peeled for other visual cues. Smokestacks on the horizons, interesting and odd-shaped trees. Or maybe even animals trying to get your attention. Quickly, number. Da jetzt stand, rette die Geiseln und er reitet weiter. Ist schon ein bisschen gut. Warte, da hinten. Feuer. Oh, warte. Samurai mit Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, das ist ein Open-World-Spiel, ist wahrscheinlich vorher klar, ja. Ja, ja. Aber halt dann immer in Form von Interviews in irgendwelchen Magazinen, deswegen hat man es nicht gesehen. Ja, was wir bisher gezeigt haben, war immer in irgendeinem narrativen Rahmen. Stay away, my lord. The spirits of vengeful samurai. Ja, der Flötendude. Ja, there he is. Da sitzt er. Der gibt's sogar in Game. Der reit weiter. Das dauert ewig, Jung. Reit weiter. Okay, hier an den Schatten denke ich dann, da kann man schon Next-Gen-technisch nochmal ran. Da kann man nochmal ran, komm. Da kann man nochmal ran. Komm, Jung. Ja, das ist voll das Open-World-Spiel, Robin. Yep.
Vielleicht ist das so ein bisschen wie Tomb Raider in der letzten Konsolengeneration, weißt du? So das Spiel, das alle Generationstropes nochmal vereint. Genau das habe ich gerade auch überlegt. Ich habe gerade genau das gleiche überlegt, und zwar auch im Zusammenhang mit Last of Us, dass Last of Us 2 und Ghost of Tsushima so die beiden Richtungen dieser Konsolengeneration perfekt zusammenfassen würden. Ne, weil Last of Us 2 ist ja halt dieses perfekte, so sehen lineare Spiele aus, mit ein bisschen Stealth und ganz krasse Story drin, und alle anderen Spiele sahen so aus. Ghost of Tsushima. Can you pet the fox? Oh nein, er wurde zu Stein. Schade. Oh. War doch ein Waldgeist. Oh, Jesus, okay. Needs a minor Charmslot? What? Nee, da stand jetzt, du brauchst noch zwei, um einen Charmslot freizuschalten. Das war quasi eine Liste. Tsushima is rich with exploration and discovery. And whether you're just following a string of Tori gates that'll lead you to a high mountain shrine, or maybe it's yeah, you can pet the fox. Something hidden in the woods. Oh. Megaton. Either way, bring dig a sense through. Of adventure. Squeeze through, here we go. Now we're a video game. Flotte Biene 89, erstmal sehr guter Name, hat korrekterweise anerkannt, dass ja in der Zwischenzeit auch Red Dead Redemption 2 rauskam, was ein sehr wichtiger Punkt ist für Open World Spiele. Das ist sehr wahr. Aber ich mag halt, wenn es so Sammelkram gibt, dass man wenigstens einfach drüber reitet, weißt du? Ja. Ich muss nicht erst absatteln und das einzeln nehmen und so. Mann, ist das ein hübsches Spiel. Also die Art Direction ist wirklich mega. Ja. Respekt, yo. Ist dein Schild? Ist dein man Schild, kann Flöte das selber spielen. Oh mein Gott, we are the Flöten Dude now. Ich frage mich, ob das irgendeinen Effekt hat oder nur was Atmosphärisches ist. Kannst du vielleicht den Wind beschwören? Ja, man kann durch die Zeit reisen und dann in der Zukunft hat man so eine moderne Storyline. Das war wahnsinnig aufregend. Jetzt kommt Combat, hat er gesagt. Oh, wir sehen auch ganz anders aus gerade. Mhm. Das ist aber der gleiche Charakter, ist einfach nur Ausrüstung. Ja, ja, man spielt ja einen Story-Dude. Irgendwie habe ich hoffe, es ist nicht so ein Batman-Kampfsystem. Sizing each other up, waiting for the other to make the first move. Ja, das wussten wir bisher noch gar nicht, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Fight me! Muss man einzeln Duelle? Ich glaube, das ist gerade nur eine Möglichkeit. So startet er sicherlich den Kampf, ne? Ja. Okay, warte. Aber was macht er gerade hier an Button-Inputs? Hat er einfach nur eine Taste gehalten? I think so. As you can see, the Mongols are everywhere on this island. For Jin to succeed, he has to use wo ist der kein einziger? Skillful precision in fighting. No waste today. They are fucking everywhere. Every must count. Ja, it's Batman. Fuck, it's Batman, Tom. Oh, oh no, please. Das ist exakt der Spider-Man Arkham. Das ist für zwei Kampfsystem. Ist das so? Ja, ja. Combat Stances? Ich schreie in Dorsho, Alter. Hm. Hier hätte ich gern diese Einblendung gehabt von einer Hand auf einem Controller nebenbei. Damit ich nachvollziehen kann, wie viel man da jetzt wirklich gedrückt hat. Weil es scheint ja wirklich dann einfach was Timing-basiertes zu sein. Ja, also diese Konter sahen wirklich exakt so aus wie in den alten Assassin's Creed oder Batman. As the dishonorable ghost. As the ghost, he'll use every dirty trick he can think up to even the odds. Even using fear as a weapon. Das ist mal ein Stealth-Spiel. Wirklich so Assassin's Creed halt wirklich. Ja, ja, also genau das haben wir tatsächlich schon sehr oft gespielt.
hoffe, da kommt noch was Eigenes. Muss ja nichts Schlechtes sein, nur. Nee, das will ich damit auch gar nicht sagen. Es ist dann halt nur nicht. Es erzeugt in mir keine Aufregung. Ja. Naja, Dialektik, du kannst ein Sekiro-Kampfsystem nicht einfach so in der Open World packen mit random Gegnerpositionierung und so. Das würde dich sehr, sehr, sehr schnell frustrieren. Was war die zweite Option bei Assassin? Er hatte gerade zwei Optionen von oben. Assassin und irgendwas anderes. Nicht gesehen. Das ist wirklich so krass, Assassin's Creed. Holy shit. Ja, ne? Also, du könntest also wirklich zusammen mit dem Reveal ja auch, wenn du da einfach Assassin's Creed irgendein random japanisches Wort runterpacken würdest, würde das jeder glauben, oder? Ja, das stimmt schon. Ach so, Dreieck war eine Chain Assassination, Viereck war eine Assassination. Ach so, okay, danke schön. Gibt's übrigens auch in Assassin's Creed, dieses Skill. Der Arme. Flatsch. Oh, wie schön das ist, dass wir mal so ein Spiel einfach nur gespielt sehen, Robin. Das sah voll aus, wie er da gerade runtergesprungen ist, sah voll aus wie ein Infamous. Also mit so ein bisschen. Achso, ja. Man müsste noch so kleben an den, genau, den Klettersachen. Das sah gerade kurz so aus, aber nur einmal kurz. Du magst ja Assassin's Creed Odyssey super gern. Ist das denn bei dir gerade vielleicht ein bisschen mehr, dass es so alles anspricht, wo du sagst, ja, bitte gerne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber als Odyssey rauskam oder bei den Trailer gesehen haben, war ja meine Reaktion eine sehr negative. Weil es ja wirklich alles exakt so aussah wie Origins und ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass mich das nochmal packen kann. Odyssey hat dich ja mehr gepackt als Origins. Das stimmt, genau. Aber meine Vorfreude war jetzt eher begrenzt und tatsächlich, meine Reaktion ist jetzt hier keine negative, aber es ist eine ähnliche, wo ich mir halt denke, es ist genau dieses Spiel. Oh, Fashion Tsushima. That's because the armor in this game actually gives you different mechanical advantages. It's not just the way it looks. It helps accent your chosen playstyle. As you explore the world, you'll discover Omamori charms. They'll give you an edge in battle. But more importantly, as your legend grows, you'll develop all new techniques which transform Jin from a samurai into the ghost. Das hört sich wirklich voll an wie der Sprecher von Raiden. Nils hat recht. Oder? Evolve and grow over time. Von Raiden? Ja. It's always worth keeping an eye. Also so wie er in Metal Solid 2 noch sprach. Find enough of them and you can change the color of the armor. So not only do you get to choose how the ghost gameplay evolves, but you can fine tune the look as well. Einmal Flowers. Hauptsache ein Umhang. Wow, jetzt kostet wir als Kuh oder was? Okay. Dieser Wald ist so hübsch. Coast of Tsushima. Yay, Fotomode von Anfang an. It wouldn't be a Sucker Punch game if it didn't have photo mode. In our new photo mode, we have features such as color grading, depth of field, so you can focus on the right objects. Witzig, dass sie uns den Fotomodus zeigen. Features that really underline the motion and movement that's so great about our game. You can control the wind's direction, the speed. You can change out the particles to different types of leaves and fireflies. You can even select a track of music from our original score that might be a little bit more fitting. So if you're into doing a photo, or maybe you actually want to do a video, there's something here for you. Here's a few that I've created.
sozusagen das Musikfoto. Cute. Ja, bei mir wird es sehr stark darauf ankommen, wie sehr mich die Story abholt und die Welt. Mhm. Weil das, was ich jetzt spielerisch, gesehen habe, ist sehr. Nicht so meins. Na, wenn ich halt an Sucker Punch A denke und B, großes Open World Collectible 100-Stunden-Spiel, das sind jetzt beide alles keine Sachen, die mich groß erwarten lassen, dass das Game das unglaublich wird vom Story her. What? Samurai Cinema? Ja, das ist wie, das ist quasi, Mystery Science Theater, nur mit dem Hauptcharakter. Samurai Cinema. We wanted to create a way for you to feel like you're playing your favorite samurai. So we created a windy, black and white, film grained out mode that you can turn on from the very beginning of the game. Ah, ich fand die Farben gerade so schön, die will ich nicht wegschalten. Nee. Das ist aber irgendwie süß. Da kann man quasi Machinima machen, dann mit dem Videofotomodus zusammen. Ich verstehe aber, warum sie dieses Kampfsystem so machen wollten, weißt du, mit dem, okay, du parierst, weil das halt wirklich diese Samurai-Fantasie ist, von dem man steht sich lange still gegenüber und dann kommt dieser Clash. Ja. Ich verstehe das nur gar nicht, weil der Samurai-Film mit Tom Cruise sah doch so gar nicht aus. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was sie gerade da machen wollen. Sinn. Samurai Cinema ist doch literally der letzte Samurai, oder? Da gibt's doch, also ich kenne auch keinen anderen Samurai-Film. Nee. Tom Cruise ist der eine Samurai, den es gab. Or assassinate as the ghost, or customize Jin, or play in special ways. But we have so much. Man kann Jin customizen, also auch was für den Jens. Ghost of Tsushima comes out on July 17th. Thank you so much. Das sind zwei Leute, die damit was anfangen können, Robin. Also was mich halt am meisten begeistert, ist bisher einfach nur die Landschaftsshots und dieses ruhig durch die Gegend reiten. Mhm. Und das hier gerade. Muss auch ein bisschen an Metal Gear Solid 3 gerade denken. Oh ja. Oh, Way of the Samurai. I wish es wäre Way of the Samurai mit diesen Produktionswerten. Ja. Ja, das ist sehr viel austauschbarer, als ich mir erwünscht hätte, ehrlich gesagt. Aber ich habe wenig Zweifel daran, dass es Spaß machen wird. Ich bin ja, wie du gesagt hast, schon auch ein ziemlicher Sucker für diese Art von Open-World-Spiel. Solange sie jetzt nicht einfach nur fucking Days Gone ist. Aber wir haben auch echt genug von diesen Spielen, meiner Meinung nach, schon bekommen. Und also ich glaube, daran merkst du halt ein bisschen, dass das 5 Jahre in Entwicklung ist, oder was das ist. Weißt du, zum Zeitpunkt, wo die Entwicklung anfing, wäre das hier noch frischer gewesen. Und jetzt haben wir halt die Assassin's Creeds und so. Und das ist ja ein Spielstil, der vielen Leuten gefällt. Deswegen will ich da jetzt auch gar nichts groß gegen sagen. Ich wünschte mir nur, wir hätten jetzt etwas gesehen. Und ich glaube, wenn es das gäbe, hätten wir es jetzt gesehen. So ja, ein Fall. Merkmal, das ich mir hätte rauspicken können, wo ich sagen würde, das ist das Ghost of Tsushima-Ding, gameplay-technisch. Mhm. Das hat Assassin's Creed nicht. Das habe ich jetzt echt nicht gesehen, oder habe ich irgendwas verpasst? Nee. Es hätte literally Assassin's Creed heißen können und dir wäre es nicht aufgefallen. Ja. Assassin's Creed Tsushima. Tom, hast du eigentlich den Paper Mario Trailer gesehen? Ja. OMG. Ja, ne? Der sieht aufregend aus. Das sieht so cute aus. Cool aus. Wirklich. Ja, ich will ja Paper Mario 1 noch mal nachholen. Paper Mario 1 und Paper Mario auf dem GameCube. Und die anderen Paper Marios sind ja nicht mehr so beliebt. Haben die jetzt eigentlich gesagt, wann Ghost of Tsushima rauskommt, genau? Wir hatten schon einen Release-Termin. Genau, aber den haben die nicht nochmal betont, oder? Nee, es war Ghost of Tsushima Juni oder Juli? Es war Juli. Juni oder war dann Last of Us. Ich stimme, es gibt dann Last of Us, ja, dann weiß ich es nicht. 17. Juli schreiben die Leute im Chat, Dankeschön. Okay.
Genau, ja. Und ich glaube, davor kommt Last of Us. Wisst ihr denn, wann Last of Us kommt? Das schreibt der Chat bestimmt auch gleich. Das war irgendwas sehr, sehr bald. Ja, genau, sie waren dann relativ nah aneinander, die beiden großen Sony-Exclusives. Ja. Müssen wir die aus dem Weg räumen, dann können wir endlich vielleicht mal ein Spiel auf der PS5 sehen. Das wäre ja aufregend. Auf was? Auf der PS5. Das ist angeblich eine Next-Gen-Konsole, die kommen soll. Wir wissen es noch nicht genau. Ja, habe ich noch nie von gehört. Ich lasse mal kurz nochmal das Gameplay hier im Hintergrund ein bisschen loopen. Ja, das ist halt, ach Mann, ich wünschte, oh, es läuft in doppelter Geschwindigkeit, das wollte ich gerade nicht, sorry Chat. Wahrscheinlich auch ein Feature, das das fertige Spiel gebrauchen könnte. Ja, so gemein will ich jetzt noch nicht werden, das hebe ich mir auf. Mir fallen wenig große Open-World-Spiele ein, wo es nicht der Fall wäre, dass ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt vorspielen könnte, wäre gut. Ich denke mir halt, weißt du, wenn sie ihre Welt hier zeigen und wie man da so durchreitet, da wünschte ich einfach, es gäbe dann noch irgendwas anderes, was mich mehr anfixt. Weil ja. bei der Story verstehe ich auch deinen Ansatz, dass du sagst, okay, Sucker Punch haben mir bisher keinen Beweis geliefert, dass ich mich auf die Story freuen sollte. Ich finde halt trotzdem das, was sie bisher gezeigt haben, interessant. Und ich weiß, dass sie einzelne Charaktere mal hinbekommen haben. Aber ja, so eine komplette Narrative halt noch nicht. Wobei ich jetzt die Sly Cooper-Geschichten nicht kenne, aber keine Ahnung, ob ich da was verpasst habe. Nicht wirklich. Also bei mir steht so ein bisschen, die Spielwelt ist natürlich wunderschön, aber also für mich steht diese Spielwelt und ihr Aussehen und ihr Realismus und wie sehr du dich dann da rein da drin verlieren willst, steht halt ein bisschen im Konflikt mit den Spielsystemen, die man schon gesehen hat. Das ist halt grundsätzlich so ein Problem, dass halt das Spiel extrem gamified wirkt. Ne? Ja. Hier ist ein Feuer, das heißt, da braucht jemand Hilfe. Da ist ein Fuchs, der bringt dich zu so einem Schrein, dann schaltest du den frei, betest du da dran. Aber das Beten ist nicht irgendwie was Erzählerisches oder sonst irgendwas, sondern nee, es ist einfach nur ein von drei, damit du dann einen Charme freischaltest. Und das steht halt so ein bisschen im Konflikt mit dieser Spielwelt, die an sich überzeugend sein will. Das ist halt das, was damals Red Dead Redemption so sensationell geschafft hat. Weil Red Dead Redemption auf vielerlei Hinsicht diese Listen fehlen. Sie gibt es oft auch im Hintergrund, aber sie sind halt nicht so präsentiert wie hier. Weil die denen dann fehlen, hast du viel mehr Möglichkeit und wird auch von dir gefordert, dich auf die Spielwelt einzulassen. Das fällt mir schwer, wenn ich halt dann alle 5 Sekunden plus 3 Flowers, hier ist ein Schrein, 7 von 3 Schreien und sowas angezeigt bekomme. Ja, bei mir hängt es auch sehr davon ab, was für einen allgemeinen Fokus das Spiel darauf legt, mir zu sagen, ah, okay, jetzt hast du so und so viel von so und so viel gemacht. Also auf dieses Completionist-Ding, und es gibt ja im Menü, ich habe gerade da ja nochmal pausiert, auch für den Chat, dieses Collections-Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass der Kram drin ist, ansonsten auf der Map zumindest nicht sofort einen Hinweis darauf, dass mir noch diese 3 Sachen fehlen für das und das. Weil das mag ich ja auch nicht. Ich finde, da sollten die Spiele eher von Breath of the Wild lernen und sagen, oh ja, hier gibt's Sachen zu entdecken, aber wir sagen dir jetzt nicht, wenn du einen Korok-Samen gefunden hast, hey, das war einer von 500. Richtig, wenn mir das wäre so viel schlimmer gewesen, wenn man das gewusst hätte. Genau, ja, das denke ich nämlich auch. Keinen Bock mehr gehabt. Weil ich habe dann Breath of the Wild einfach gespielt und habe meine Neugierde so lange befriedigt, bis ich zufrieden war. Und dann habe ich es durchgespielt und dann war das ein super tolles Erlebnis, ohne dass ich mir dachte, ah, okay, und diese Sachen habe ich jetzt noch verpasst. Es gibt so 100% Speedruns von Breath of the Wild mit jedem einzelnen Korok-Seed, was ja wirklich 500 sind oder so. Ja, ja. Und die wissen einfach die Location von jedem einzelnen auswendig in dieser Spielwelt. Und das finde ich insane. Ja, da können wir uns auf die Speedruns zu Ghost of Tsushima freuen. 900? Fucking Christ. Wie sehen eigentlich Speedruns zu Red Dead Redemption 2 aus? Sind das die langsamsten Speedruns der Welt? Oh, gibt's sowas? Klar muss es ja. Es gibt so Littere, die jedem was. Weil bei Red Dead zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, wenn ich da die Landschaftsshots sehe, die sind zwar dann nicht ganz so, ja, wohl weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, so vielfältig wie hier, aber das weiß ich einfach nicht. Aber sie sind auch super schön und da geht mir so das Herz auf, wenn ich diese Landschaften sehe. Und trotzdem hast du gerade 13 verloren. Stunden Zeit. Bitte? Hast du gerade 13 Stunden Zeit? Ist das ein Speedrun von Ja. 13 Stunden 49 ist der Weltrekord für World of Redemption 2. Okay. Boah, stell dir mal vor, wie frustrierend das ist, World of Redemption 2 zu speedrunnen immer und immer wieder. Ja. Oh no, oh no. I would never. Well, jeder braucht so sein Ziel im Leben. Und sie haben es gefunden. Das finde ich schön. So, Leute, ich will noch einmal, wir sind jetzt gleich bei der Szene, ich weiß, das siehst du ja nicht, Roman, aber wir sind gleich bei der Szene, genau, jetzt wird der Fuchs nochmal gestreichelt, das wollte ich nochmal sehen.
Warte, hier mache ich Pause an der Stelle. Fuchsstreicheln ist halt bisher eigentlich, das ist das, was ich wollte vom Spiel. Ja, ja. Füchse sind ja die Katzen der roten Wildnistiere. Warum die Katzen? Nun, okay. Dann findest du eigentlich auch, dass Löwen mehr mit Hunden eigentlich Hunde sein sollten und nicht Katzen? Ich verstehe gar nicht, warum Löwen Katzen sind. Findest du nicht auch, dass die drei legendären Pokémon aus Pokémon Gold Silber eher Hunde sind als Katzen? Die Diskussion hatten wir schon, ja. Das ist irgendwie einfach Blödsinn, dass das eine Katze sei. Der eine ist einfach ein Hund. Das ist Blödsinn, Tom. Ah, ich werde schon wieder wütend. Tom, ganz ehrlich, seit diesem Spiel ist Pokémon für mich tot. Da bin ich ganz ehrlich. Seit Pokémon Gold Silber. Ja. Ist aber schon lange tot. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/schuckesteadyhq.de. Der Schuck würde uns sehr freuen. Der Dopsy hat dankenswerterweise schon die Links im Chat gepostet. Danke auch dir dafür, Dopsy. Das war Ghost of Tsushima, die State of Play. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir beide haben ja auch nach wie vor das Spiel zu spielen. Ja, klar. Und es dann auf uns wirken zu lassen. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass wir diesen Eindruck jetzt bekommen haben, weil ich jetzt schon weiß, worauf ich mich einlasse. Wissen wir schon, wann das nächste dieser Dinger ist? Also ist jetzt irgendwie im Mai nochmal sowas? Gute Frage. Nee, ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Ich weiß, dass halt in den nächsten Monaten mehrere Sachen anstehen und Ubisoft haben ja ihr Ding. EA Play wurde für Juni angekündigt. Genau. Also wir werden diese Dinger auch versuchen, immer mitzunehmen. Genau. Liebe Leute, also wir werden da in den nächsten Monaten noch öfter online sein mit diesen Events. Genau. Und ihr seid ja auch immer sehr, sehr fleißig dabei, das freut mich auch immer sehr. Ja. Auch also, danke an all die Abos, die wir jetzt nicht mit aufgezählt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wirklich, es ist sehr, sehr wichtig für uns und wir lieben euch sehr dafür, dass ihr uns Geld gebt. So, Robin, du hast da so eine Art, das ist so liebenswert. Ja, ist wirklich so. Ich würde dich Geld jetzt drücken, wenn ich könnte. Ja, ich weiß, aber also würde ich auch nur zulassen, wenn du mir vorher 10 Euro gibst. Na gut. Ich muss auch immer, bevor ich bei Robin die Katzen streicheln darf, 5 Euro ja. in so einen Topf werfen. So eine gute Idee. Oh. So, ich schalte uns jetzt weg, Robin, okay? Okay. Schönen Abend euch noch. Tschüss. Tschüssi.